Und wir kommen zur nächsten Folge von Ark Survival Evolved auf dem Inselchen, sage ich mal, mit Sarah, Borstmaul und dem Richie und mir Prometheus 2077. Hallo alle zusammen. Hallihallo. Hallo. Hallo. Hallo Welt. Hallo. Wird das jetzt nebelig hier? Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Wo will sie denn schon wieder hin? Ach so, okay. Ja, es ist scheinbar brennt irgendwo. Vielleicht sind so die Saurier ausgestorben. Oder erstmal die Dodos. Das ist unser Feuer, was hier langsam aber sicher. Nein, das ist es nicht. Holz. Holz. Genau, wir brauchen Holz. Wir gehen mal. Wollen wir gemeinschaftlich Holz sammeln einmal? Ja, hier hinten irgendwo, hier ist ja noch was. Tut mich einfach unauffällig Folgen tun. Ja, dann kann man Mausi auch vollstopfen mit Holz. Ah, sehr schön. Ist nicht Ist sie verkehrt. denn leer? Ist sie Ja, da leer? ist, die ist fast leer, genau. Super. Ich sammle noch ein bisschen Stroh für meine Axt. So. Ihr habt euch einen Nebel ausgesucht. Wo bist du, Borstmaul? Ich bin unten am Strand. Oh, ich muss mich Ah. beeilen, sonst ich bin raus. Richie Hm. ist wieder so weit vorgerannt. Ach so. Ja, da denkt man immer nie dran. Das Ja, ist das halt stimmt. diese. Halt. Geht's noch, Sarah? Ja, ich bin wieder okay. Ach, der kann auch fällen? Wer? Mausi hat gerade einen Baum umgehauen, glaube ich. Ja, die macht die leider kaputt, aber die fällt die leider nicht. Da gibt es andere für. Aber wenn die einen Sattel hätte, dann könnte die zum Beispiel, ich glaube, die sammelt Stroh. Ah, Und das echt? andere Tier sammelt auch Stroh, Hm. Früchte. Ja. Früchte kann Mausi auch sehr gut sammeln, wenn sie, also wenn die einen Sattel hat. Eigentlich können, meine ich, alle Dinos irgendwas sammeln. Es gibt ja so viele, die hier rumlaufen. So, dann. Oh Gott, so schnell ist eine Insel kahl gefällt. Ich komme in Zeitlupe zu euch. Oh, Mausi, lauf jetzt nicht weg. Lauf, nein, nein. Ich komme. Ich lasse sie mal hier stehen, glaube ich. Dieses andere Lagerfeuer, was wir hier gemacht haben, das brennt unheimlich lange. Ja, Haben wir da so viel Holz reingepackt? da waren 90 Teile. Ich hab das rausgeholt, das wird gar nicht weniger. Oh, das sind ja noch ganz andere Sachen drin in Mausi. Steinpfeile, wer hat denn schon Steinpfeile gemacht? Geht das schon? Kann das schon Das jemand? ja, Ja. ich auf jeden Fall. Ich auch. Ich glaube ich auch, ja. Bringt man die Maus hier hin, wo ich bin? Oh, ich bin tot. Du hast dich selbst Warum? Oh nein. getötet. Ich bin zu tief gefallen. Oh nein. Das sage ich. Respawn zufälliger Ort oder neu überleben? Nein. 20. Oh, ich bin bei uns am Strand. So, gut. Gott sei Dank. Oh, ich muss mich beeilen, Richie. Richie ist so weit weg. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du bist. Am Feuer? Am Feuer, ich komme jetzt, ich komme jetzt. Ist schon grün. Ah, gut. Ich muss meine Sachen nur looten. Ja, sind die hier irgendwo? Ja. Okay. Warum kommt die Musik auf einmal? Oh, Richie, kannst du kurz mit mir kommen? Wo bist du? Hier oben. Meinst du, das reicht, der Abstand zwischen uns, wenn ich da runter gehe? Am Hm. Strand. Oben am Okay, Strand. ist gut, ist gut. Okay. Ist denn das Mausi? Nein, abbrechen. Die steht hier in der Mitte gerade. Ich gucke gerade, Das wo ist du gut. bist. Mitte ist super. Hört sich gut an. Ach, da unten.
Oh. Ah, da ist Mausi. Kann Mausi auch zusammenbrechen, wenn man so viel da reinstopft? Nee, sie läuft aber einfach nicht weiter, so wie wir auch. Also. Aha. Kann man sie denn auch leveln auf Stärke? Ja, Stärke, Geschwindigkeit, Gewicht, Ausdauer, Hitpoints, also die Gesundheit, geht auch. Ich muss was essen, ich bin verletzt. Oh, habt ihr Feuerstein bei euch? Ja. Meine Axt ist kaputt. Ritchie, ich komme zu dir. Oh, ich habe ein Level. Was nehmen wir? Ritchie? Ja? Was machst du? Ich Feuerstein noch mehr. Ich habe zwar, aber ich dachte euch gar nicht an. Habe ich dir da hinter dir hingeworfen, hinter dir. Es sind ein paar mehr. So. Sind die alle da? Das eigentlich da für ein Gebäude? Gebäude? Ach so, dieser Obelisk oder was das da ist. Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß es nicht. Ja, das sind die Obelisken, genau. Ich glaube, unsere Liebe ist voll hier. Ja, da passt nichts mehr rein, das ist richtig. Ich kann sie ja mal leer machen. Ich nehme sie mal mit und dann. Können sie noch laufen? Ja? Schwuppdiwuppdiwuppdiwupp. Nee, sie ist voll. Sie kann nicht mehr. Gibt es irgendwas, was wir rausmachen können? Also ich bin gerade leer, zufällig. Oh, meine Samen. Hast du wieder Kacki gemacht, dass du leer bist? Ja. Hier, die Mausi schmeißt ihre ganzen Pakete ab. Ja, nur damit sie wieder laufen kann. Denn ich gehe mit ihr zur Kiste, mache sie leer und dann komme ich wieder. Beeren und was da jetzt neben liegt, das kriegen wir immer wieder. Das ist das genau, sammelt das sich ist so schnell zusammen. Sache. Ja. Sie läuft auch in Zeitlupe, ha? Huh? Da ist auch noch Eisen drin, habe ich gesehen. Oder ja. Erz oder sowas. Ja. Das sollte man natürlich nicht wegschmeißen, aber kann ich das nehmen so lange? Ritchie, aber du weißt Bescheid, ne? Du musst, wenn dann ein Stückchen in unsere Richtung dann kommen. Ja, ich bin schon. Wo ist denn unser Lager jetzt? Ich hab's verloren. Wo bist du? Ich gehe Richtung Strand, ich schleiche. Richtung Mausi? Nee, nicht Richtung Mausi. Ah. Ach, ich bin am Piranha-Strand. Ach, da hinten? Falsche, das ist aber. Falsche Seite, ist schon gut. Ich komme. Ach, da, ja. Wenn man Z gedrückt hält, dann sieht man den, dann gibt es so einen grünen Pfeil. Das ist über Mausi irgendwie. Da kann man sich ein bisschen orientieren. Wenn man mal so ein bisschen den Überblick verliert. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Oh, hoppla. Oh, Mausi wird immer langsamer. Ja, die ist noch ganz schön voll. Haben wir schon eine Metallkiste? Also ich meine, wo Metalle drin sind, Erze oder so. Baue ich sofort. Da reicht eine erstmal, oder? Das findet man nicht so oft. Ja, das reicht erstmal. So weit sind wir ja noch gar nicht. Das dauert ja noch ewig. Aber das ist auch das, was Mausi so schwer gemacht hat. So, Mausi. Dann mache ich mal mein Holz weg.
Sarah? Ja, Richie, du bist wieder zu weit weg. Wo bist du denn? Bei uns im Lager. Ach so, ich blieb extra in der Mitte stehen. Apost, Maul. Holz ist hier drin. Kannst du jetzt eine Leiter bauen? Ich komme gar nicht mal ins Haus rein zum Bauen. Ja, ich... warte mal, da muss ich mir nochmal Holz rausnehmen. So, jetzt ist er wirklich komplett leer. Mal eben gucken, ob ich noch was anderes auf seine Leiter machen kann. Kleinen Moment. Es gibt später eine schöne Treppe, aber die können wir ja drinnen erstmal machen. Draußen können wir die irgendwann auch mal machen, aber... Ich mache ganz einfache Leiter dann. Ja, dass ich erstmal reinkomme. So, warte mal, wo sind die denn jetzt? Ich hatte doch die Leiter gelernt. Auch nicht. Ja. So, Holz rein und was haben wir noch? Also ihr seid sowieso alle im Lager gerade, ja? Ja. Dann kann ich ja die Kiste aufbauen. Wo stellen wir den denn nur hin? Ja, wo stellen wir sie denn hin? Metall. Ach, hier oben hatten wir doch schon mal ein Lager angefangen. So, und die Nummer 7. Drin? Die sind ja alle leer. Oh, was ist das? So viele Fasern hier drin und Steine und so. Ah, und Baumaterial. Ah, okay. Sollen wir die Sarah hier hinten die Kisten für Baumaterial machen? Also so für Wände und so? Wie kann ich die Leiter steuern? Die will immer nur da oben hin, in die Tür, aber nicht da unten hin. Ja, Hauptsache erstmal, dass ich reinkomme. Einfach geht ja, ich kann sie nirgends hinsetzen, außer in die Tür selber rein. Richie müsste auch mal da weggehen von der Tür. So, ich baue hier ein... Immer nur in die Tür rein, nicht da unten hin. Nicht am hier. Boden. Nein, das ist falsch. Ich schreibe da anders drauf. Okay, dann muss ich versuchen, nachher die Treppe zu lernen. Mir fehlt noch ein Punkt. Komisch. Aber die Nochmal, Nummer 7. Kein Einrastpunkt. Also die muss irgendwo dran, wo sie einrasten kann. Also müsste eine Bodenplatte hier sein. Unterhalb der eine Bodenplatte. Ja. Noch eine ja, das ist eine gute Idee, warte. Dann kann ich, glaube ich, draufsetzen eventuell. Dann mache ich doch noch eine. Will mal eben gucken, ob das dann geht. Vielleicht an die Seite hier, dann vielleicht geht das hier besser, wenn man die Bodenplatte dran hat. Oh, ich habe ein Level Up. Moment. Gut. So, was haben wir denn noch? Beeren, das kann auch weg. So. Dann kannst du ja vielleicht schon die Treppe bauen. Ja, aber ich glaube, die braucht auch eine Bodenplatte. Die braucht auf jeden Fall sehr viel Holz und Stroh. Müsste noch Holz drin sein in der Lagerkiste. In den hinteren sind es auch noch ganz viel. Denn noch so, ich habe noch das Metall in meiner Tasche. Also das mit diesen gemeinschaftlichen Leveln, das ist natürlich klasse, wenn man immer noch Punkte von den anderen mitkriegt. Das stimmt, das ist richtig. Ah, da ist er. Man profitiert immer von der Gruppe. So, Metall ist auch raus. Oh, die Treppe braucht 200 Holz. Aber sie ist schön. 59 hätte ich noch, wenn du noch was. Ich pack's direkt in die Kiste rein.
habe ich aber genommen. So, rein damit. War zu viel. So. Oh, das ist aber eine riesige Treppe. Schade, dass man die selber nicht sehen kann. Die anderen. Nee. Die kann ich. Setz mal hier unten. Ja, ich mach mal. So eine Bodenplatte hin. Mal gucken, ob ich da meine Leiter da hinsetzen kann. Warte, ich brauch wieder Holz. Du bleibst schön da drüben, ne? Dich können wir hier nicht brauchen. Der liegt da hinten? Mhm. Hm. Naja. Obwohl die so eigentlich friedlich sind, nur wenn man die angreift, werden die ein bisschen biesterig, aber... Hm. Ich brauche Holz und Stroh. Holz ist hier noch drin. Nee, sie will nur da oben anlutschen. Oh nee, sorry. Du standst im Weg. So, warte mal. Können wir die wieder hacken mit der Axt? Abreißen kann man so. Ach so, abreißen geht auch. Brauche ich wieder Holz. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob man da unten was hinbauen kann, aber ich denke mal, dass die nicht unterhalb der Bodenplatte an. Also ja, normalerweise müsste immer das nur gehen. Oben. Ich verstehe das gar nicht. Ist der Stein da vielleicht im Weg? Der will immer nur da oben andötschen, mitten in der Tür drin. Das ist nix. Das will da andötschen. Aber kannst du dann da dran vielleicht eine Leiter machen? Wir machen es mal, ansonsten reiß ich es einfach wieder ab. Ja, dann will ich mal gucken. Nummer 7. Der will immer nur oben. Nicht im Boden drin. Und diese Schräge, die setzt sich nicht hier einfach so dran? Aber du kannst jetzt über die Kiste und über den Podest reinkommen. Ja, so oder so brauchen wir aber eine Treppe. Ja, klar. Und die eine ist zu riesig. Nee. Kann man das denn irgendwie... Mit Steuerungstasten oder irgendwas verändern? Das, ne, das geht nicht. Mit dem Mausrad? Doch, mit dem Mausrad. Warte mal. Ja, jetzt seid ihr beide im Weg. Da geht das im Moment nicht. Aber das geht nur, wenn es grün ist und nicht, wenn es rot ist. Warte mal. Ja, jetzt ist das nur rot. Versuch mal so eine Leiter drüber. Ob sie hier oben dran kriegst, Bosma. So würde das dann. Ja, siehst du jetzt nicht, ne? Was ich jetzt hier habe. Mach mal. Aber dran, die geht nicht in der Höhe veränderbar. Oder doch? Nee, ich meine nicht. Ich gucke gerade was noch. Nee, eine Höhe kann man die nicht verändern. Also ich könnte sie jetzt da hinsetzen, aber dann musst du oben drüber. Warte mal. Mal sieben.
Tralali, tralala, tralala, hops. Was hast du, eine Strickleiter oder was hast du für eine Leiter? Nö, eine Holzleiter. Gibt's aber eine ja, gibt eine Strickleiter auch. Hm. Ich will jetzt irgendwas verbuddeln. Schildkröten sind nicht. Was ist sie überhaupt noch? So, ich. Mausi hat wieder Kacki gemacht. Schade, dass du die Teile nicht in der Bauhöhe verändern kannst, die Leiter. Nochmal probieren. Ja, wie gesagt, ich könnte da hinsetzen, aber das nützt doch nichts. Ach, das ist so eine, die gar nicht schräg geht, die geht nur so nach oben. Ja. Was für ein Schmarrn. Ja. Oh, hier wird es jetzt, wenn es dann nicht rot wäre. Sie schnackst halt nirgendwo dran. Ne. Nee. Das sah schon. Gibt es da nichts anderes? Wenn man die in der Höhe, jetzt wäre sie zwar bei mir passend in der Höhe, aber sie ist rot, ich kann sie nicht setzen. Das mit der Leiter ist seltsam. Vor allen Dingen, es ist keine Treppenleiter, es ist so eine gerade einfach. Mhm. Ja. Die ist ja ziemlich groß. Ja, so eine Rampe ist auch nicht schlecht. Aber dann wäre doch so eine Rampe hier vielleicht nicht schlecht. In den Boden rein, weißt du, hier so und dann hier nochmal eine Rampe. Ja, so könnte man dann auch hier runterbauen halt, ne? Das zur nächsten Ebene runter oder so. Das ist schade, dass das immer wieder weg ist, wenn man das hier abreißt. Oh, er druste. Oh, hab gleich wieder ein Level ab. Ich verdurste auch. Oh ja, da sagst du was, trinken. Gib das Feuerchen, mir ist kalt. Ja, und Mausi stapelt wieder Kackihaufen. Mhm. Ups, und schwuppdiwuppdiwupp. Vorher noch essen. Was heißt das eigentlich, wenn das grau hinterlegt ist, das Essen? Aber einfach hungern ist man dann noch nicht, oder doch? Dieses Symbol? Ja. Das habe ich auch noch nie rausbekommen. Mal ist es vollfarbig, wie die anderen Symbole auch, und dann ist es mal wieder so. Das weiß ich auch nicht. Also das habe ich auch noch nie rausbekommen. Seltsam. Richie ist so still geworden, ist ja am Schlafen schon wieder.
Ich guck gerade, wie ich hier was pflanzen kann nebenbei. Das wächst ja auch nie. Das soll doch mal hier schön was zu essen geben. Hoppla. Tatarata. Was denn? Oh. Hast du was Nettes gebaut jetzt? Also, wir können noch höher, ja? Machen wir zwei. Oh ja. Ich glaube, das dauert zwei, einfach, oder? Etagen. Ja, das dauert, ja. Ist auch alles drin. Dünger, Wasser ist drin. Ist schon Samenkorn drin? Nicht der, den ich wollte. Ich wollte eigentlich Mais anpflanzen, aber das Einzige, was ging hier, war Meobeeren-Samen, Setzlinge. Mais muss, glaube ich, in einem größeren Kasten gebaut werden, angebaut werden. Wir können was Größeres bauen. Ja, drei Etagen. Ist das so in deinem Sinne, Ritchie? Müssen wir uns leider wieder von unserem Publikum verabschieden, glaube ich. Wie schön, mit Wendeltreppe. Ja. Ach, ja, das wird schön. Ja, stimmt, Borstmaul, du hast recht, wir sind schon über leider, der Zeit. Leider. Ja. Eine ich hasse es, auf die Uhr zu gucken. Hm. Ja, klar. Lernen. Ach, hier. Ach, das ist eine Treppe. Ja, wir sind noch am Basteln, wie wir reinkommen. Ja. Sehr schön. Ja, liebe Welt da draußen, dann bedanken wir uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.